So, naja, nun noch ein Sonderfall. Sonderfall insofern, so schlimm ist es eigentlich nicht. Und zwar, jetzt habe ich blöderweise die Größen so gegeben, dass die sich sogar richtig gegenüberliegen. Also das A hat ja sonst gerne hier der Formel gemäß mit dem P zu tun. Aber das B mit dem Q. Also in dem anderen Sonderfall war es leicht, ne, wenn wir auf der rechten Seite hier was gegeben hatten. Hier die beiden, diese und diese Größe. Dann ging das alles ganz leicht, aber hier in diesem Fall haben wir ein kleines Problem, weil die sich so gegenüberliegen. Und dazu halte ich jetzt erstmal das Video an und wir überlegen mal und gucken mal, in welcher Formel stecken beide Buchstaben. Also hier in diesem Formelblock hier nachgucken, welche Buchstaben stehen da beide, also wenigstens zwei Buchstaben in einer Formel drin. Und dazu das Video anhalten und nachgucken und überlegen. Überlegen hin, überlegen her, gucken wir nochmal. A und Q. Hier steckt ein A, hier steckt ein Q, hier steckt ein Q, hier steckt ein Q, hier steckt ein A. Also nie ist alles auf dem Haufen, so wie ich es möchte. Ich brauche ja eine Formel, wo nur noch eine Größe frei ist, wo eine Größe gesucht wird. Mit zwei Größen kann ich nichts anfangen. Wenn ich A drinstecken habe und mir fehlt das Q in der Formel, dann kann ich nicht weitermachen. Ne? So wie vorhin geht das hier nicht. Und jetzt müssen wir uns irgendwie einen Ersatz überlegen. Vielleicht kommen wir da weiter. Haltet das Video an und fangt mal an zu schreiben. So wie zum Beispiel eine Überlegung könnte sein. Ich schreibe mal überlegen. Überlegung. Wenn zum Beispiel a Quadrat gleich c mal p ist und c Quadrat gleich a Quadrat plus b Quadrat ist, könnte ich ja Folgendes machen. Ich könnte ja sagen, das a Quadrat ist ja auch hier drin. Und wenn das a Quadrat das Wert ist, könnte ich das zum Beispiel ersetzen. Und in der Richtung bitte mal denken. Also, ich könnte sagen, das hier setze ich statt des a Quadrat ein. Dann bleibt das hier ganz normal c Quadrat ist gleich. Und jetzt schreibe ich nicht a Quadrat, sondern c mal p plus b Quadrat. Das hilft uns jetzt überhaupt nicht, weil es ist das a ganz verschwunden. Aber vielleicht kommen wir an die Sache besser ran, wenn wir mal durch, man sagt, substituieren, durch ersetzen, durch gleichsetzen und so weiter nachdenken können. Also bitte hier diese Formeln so verquicken, wie eben in dem Beispiel gezeigt. Das hat uns hier nicht geholfen, aber durch Hinschreiben sieht man vielleicht plötzlich eine Lösung. Hier, das hat nicht geholfen, denn jetzt habe ich gar keinen von den Buchstaben mehr drin. Das Q fehlt, das A fehlt auch noch. Mit der Formel kann ich nichts anfangen. Also die ist so nichts wert. Die Überlegung war sinnlos. Und jetzt das Video anhalten und jetzt einfach mal zu Hause schreiben, das übt ungemein. Na gut, jetzt ist ein Spezialansatz in so einem Fall, dass wir mal eine Formel schaffen. Ne? Hier unten, das hat keinen Sinn gehabt. Das hier, das ging nicht. Sondern eine Formel schaffen, wo die beiden Buchstaben A und Q mit drin sind. Jetzt gucken wir mal. Hier ist ein Q drin, hier ist ein A drin, hier ist ein A drin. Achtung, in dieser Formel ist ein C drin. In dieser Formel, ist auch ein C, aber dafür ein P mit drin. In dieser Formel ist ein A drin und ein C drin. Wenn wir aber diese und diese zusammenführen, dann haben wir vielleicht was gekonnt. Probieren wir das also aus. Wir nehmen also diese und jene Formel zusammen. Pardon. Und sagen, statt c Quadrat ist a Quadrat plus b Quadrat, setzen wir das b Quadrat durch c mal q. Also, hier oben geht es weiter. C Quadrat ist gleich a Quadrat, das wollen wir ja drin behalten, plus, und jetzt nicht b Quadrat, sondern c mal q. C mal q. Jetzt haben wir einen Vorteil. Gucken wir uns das nochmal an. Der sieht so aus. Ich habe das a mit drin behalten und ich habe das q mit drin behalten. Und die dritte Größe heißt c. Naja, das ist jetzt nichts für die 8. Klasse unbedingt, denn jetzt kommen wir schon in den Bereich der 9. Aber ich zeige es trotzdem mal. Das ist eine schöne Übung, auch für eine 9. Klasse. So, nochmal. A ist drin, Q ist drin und nur einmal das C ist drin. Allerdings auf zwei verschiedene dumme Art und Weisen. Darf uns aber nicht stören. Wir gehen nochmal so bei. Wir sagen, gut. Okay. Wenn ich mal das durch Zahlen ersetze, wie das dann aussieht, dann sagen wir gut. C Quadrat, jetzt muss ich mal das Gleichheitszeichen ein bisschen verrücken,
ist a Quadrat. A Quadrat wissen wir aber, das sind 25 Quadratzentimeter plus. Und jetzt tausche ich mal das Q aus und sage Q ist 2,25 cm mal c. Q mal c, c mal Q ist vollkommen egal. Und jetzt machen wir mal eine quadratische Formel draus, indem wir nämlich das und das hier alles auf die linke Seite bringen. Also minus, dann sieht die ganze Formel so aus plötzlich. C Quadrat minus 2,25 cm mal c minus 25 Quadratzentimeter. Wenn ich das jetzt mal ohne diese Einheiten schreibe, wird es noch deutlicher. Dann sieht das hier mal in Rot. Aber so, ach so, pardon. Und auf der rechten Seite steht nichts mehr, ist gleich 0. Und das kennen wir, da können wir mit der sogenannten PQ-Formel rangehen. Damit es deutlicher wird, mache ich das jetzt mal. Ich schreibe c Quadrat minus 2,25 minus 25 ist gleich 0. Und jetzt wird klar, hier, das ist unser P und das ist unser Q. Und jetzt sagen wir, okay, C 0 1 2 ist gleich minus P halbe. Das wären minus minus ist also plus 1,125. Ja? Nur mit P und Q arbeiten. Und plus minus diese 1,125. Wir könnten auch die Einheiten dazu schreiben. Ich zeige das dann nochmal, dass das auch geht. In Klammern zum Quadrat, ne? Das ist P halbe in Klammern zum Quadrat. Und jetzt minus Q. Q ist aber minus 25, also plus 25. Wenn ich das jetzt ausrechne, dann kommt hier drunter raus, C012 ist gleich 1,125 plus minus. Und jetzt, das zusammen sind 26,125 und daraus dann die gesamte Wurzel, das waren nur 5, ich zeige es gleich nochmal. Plus, minus, jetzt zusammenziehen und dann die Wurzel ziehen. 5,125. Jetzt kommt's. C01 muss demzufolge sein. 1,125 plus 5,125 sind 6,25. C02, da ich das ja abziehe, muss minus 4 sein. Jetzt zeige ich das Ganze mal mit Zentimetern. Ich habe die ganze Formel mal vorhin aufgestellt, damit es auch funktioniert. Selbst wenn ich die Einheiten mitschleppe und dann auch wieder die Wurzel ziehe, wird alles so logisch bleiben. Aber jetzt sieht man viel deutlicher, dass C02 ausfällt. Warum? Minus 4 Zentimeter, also ich habe noch keine negativen Längen gesehen. Vielleicht in der Antimaterie. C01 ist demzufolge unsere Lösung. 6,25 Zentimeter. Und jetzt kann man weiterrechnen. Also. Hier, das ist das Wichtige. Ich unterstreiche es und jetzt können wir in Blau weiterrechnen. Und jetzt geht es ja wieder. Denn was haben wir jetzt gegeben? Jetzt haben wir mittlerweile Q und P waren vorher gegeben. Ich habe Q und A. Ich habe das C. Jetzt kann ich ganz leicht auch P ausrechnen. Wir hatten gesagt 6,25. Ich schreibe das jetzt nochmal in Blau darunter. Das ist besser, dann sieht man es. Also C, daraus folgt. Und das, was Unsinn war von vorhin, das lasse ich mal weg. Das hat ja keinen Sinn, hier noch zu behalten. Also sagen wir, das geht so weiter. Die erste Überlegung funktionierte nicht. C muss demzufolge sein 6,25 cm. Und wenn das hier 6,25 cm sind, das aber 2,25 cm sind, folgt daraus auch schon P. Denn das von den 6,25 cm abgezogen, erblieb bloß noch 4 cm. Naja, und jetzt kann ich P mal Q, kann ich H ermitteln und B Quadrat ist Q mal C, dann kann ich B ermitteln und dann ist das nicht mehr so schwer. Ich hoffe, ich habe damit mal eine kleine Anregung gegeben, wie gesagt, auch mal eine bisschen verrücktere, einen verrückteren Ansatz zu finden. Sicherlich gibt es noch andere Ansätze, aber das war jetzt mal eine kleine Überlegung wert, auch mal mit der PQ-Formel ranzugehen. Auch mal eine Formel zu basteln, die durchaus quadratisch sein kann. Ich schließe das Video an der Stelle ab. Also das ist jetzt nichts für unsere Achten, die sich derzeit mit den normalen Geschichten herummühen.